Es ist ja nicht nur ein Übergang von milden Temperaturen auf kalte Temperaturen, sondern auch ein Übergang von Flüssigniederschlag in festen Niederschlag. Und damit grüße ich euch an diesem Mittwoch. Und dann wuselt da auch noch so ein Sturmtief rum am Sonntag, was nicht nur Sturm bringt, sondern auch einen ganz anderen Aspekt, der ganz interessant ist. Dazu kommen wir dann gleich. Erst einmal starten wir mit der Wetterlage von heute und da liegen wir immer noch im Einflussbereich des Tiefs bei den britischen Inseln und des Hochs über dem Mittelmeer. Und beide zusammen pumpen eben milde Luft nach Deutschland. Die ist aber nicht nur mild, sondern auch sehr feucht. Und die Polarluft, die dann morgen zu uns kommt, die lauert bereits im Norden rum und bekommt dann morgen freie Bahn, denn das Tief, das rutscht weiter nach Osten. Wir sind dann auf der Rückseite. Die milde Luft wird nach Süden verdrängt und von Norden kann dann die kühle Luft einfließen. Genauso sieht es dann am ersten Weihnachtsfeiertag aus. Die milde Luft liegt über dem Mittelmeer und über Nordafrika. Die kalte Luft kann zu uns einfließen. Aber da ist schon was in lauer Stellung für den Sonntag, nämlich genau dieses Tief. Und jetzt überspringen wir mal den zweiten Weihnachtsfeiertag, denn der wird ähnlich wie der erste. Das Tief liegt dann westlich von uns, nordwestlich von uns und streift uns im Nordwesten. Ganz interessant, erst einmal wird recht milde Luft nach Norden geführt, aber das Tief rutscht dann weiter nach Süden. Ihr seht es vielleicht schon, es kommt dann dahinter kalte Luft eben vom Südosten auch in den Norden gehuscht. Und diese Konstellation hier zwischen der teils milden und der kühlen Luft, die ist dann eben recht spannend, auch was die Niederschläge betrifft. Und Niederschlag ist halt vor allem in der Westhälfte jetzt gut vorhanden. Bis zum 28.12. fällt eben vor allem vom Erzgebirge über die Mittelgebirge Richtung Eifel und Hunsrück eine ganze Menge, nämlich bis zu 60 Liter auf den Quadratmeter. Allerdings nicht nur als Regen, sondern dann auch als Schnee. Auch im Norden gibt es einiges an Niederschlag, bis zu 35 Liter und Richtung Württemberg haben es eben auch mit 50 Liter auf den Quadratmeter zu tun. Der Osten wird auch phasenweise nass, allerdings nicht so kräftig wie der Westen. Kräftig ist dann allerdings am Sonntag das Sturmtief. Und wir gucken uns mal an, was da im Norden und in der Nordwesthälfte los ist. Eben der Sonntag. Man sieht ein ziemlicher Ausschlag nach oben hin. Heiligabend ist auch ein bisschen was am Wind da, aber dann kommt eben diese Windspitze. Und danach geht es sukzessive runter. Hat der Süden auch was davon? Nö. Hier ist es eher so am Heiligabend und in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag recht windig, aber danach flaut das Ganze relativ schnell ab und wir bekommen dann auch zum Jahreswechsel, bis zum Jahreswechsel, ein relativ ruhiges Wetter, zumindest was den Wind angeht. Und der Wind ist da eben interessant am Sonntag. Wie zieht das Ganze denn, wenn wir das mal laufen lassen? Man sieht schon, die Farben werden immer rötlicher, aber das Hauptwindfeld liegt über dem Ärmelkanal und kommt nicht zu uns rüber. Wir können das dann nochmal rückwärts laufen lassen. Man sieht, wie es reinkommt, auch mit einzelnen Sturmböen im Nordwesten Deutschlands, aber das Hauptwindfeld selbst mit den starken Böen um 90, teils auch 100 Stundenkilometer bleibt auf dem Ärmelkanal und kommt nicht zu uns rüber. Sprich, das wird jetzt keine ach so besondere Sturmlage sein am Sonntag. Es ist halt windig zu der Jahreszeit, ist das völlig normal und nichts Ungewöhnliches hat es auch immer schon gegeben. Da hatten wir schon bei Weitem stärkere Winterstürme zu dieser Jahreszeit. So, der heutige Mittwoch, der wird im Nordosten erst einmal relativ wolkig sein, im Süden haben wir es dann mit einem Mix aus Wolken und auch Teil Sonne zu tun. Und wer sich fragt, was dieser Balken hier jetzt soll, ja, da ist eine Luftmassengrenze. Denn wir haben es zum einen mit recht windigem Südwestwind im Süden zu tun, da pustet es teilweise ordentlich. Und zum anderen eben mit etwas ruhigerem Ost- bis Nordostwind im Norden. Dazwischen prallen die Winde aufeinander, die Luftmasse muss aufsteigen und hier gibt es dann auch eben die kräftigsten Niederschläge. Diese Luftmassengrenze rutscht immer so ein bisschen von Nord nach Süd. Es ist also nicht ganz klar, wo genau die dann liegen wird heute über Tag. Die Temperaturen sind nochmal recht mild, vor allem in der Südhälfte, bis zu 14 Grad nach Nordosten hin mit dem Ostwind 5 bis 9 Grad. Und dann kommt der heilige Abend. Und da würde ich erstmal sagen, schmücken wir das Studio mit etwas weihnachtlichem Deko-Gedöns. Und das Deko-Gedöns, naja, hier im Norden haben wir es mit Regengedöns zu tun. Die erste Kaltfront, die reinzieht, eben mit viel Regen in der Nordwesthälfte.
Nach Südosten hin gibt es auch vor allem rund um Österreich ein bisschen Regen, in den Alpen fällt Schnee. Dazwischen haben wir es mit einem aufgelockerten Streifen zu tun und es ist weiterhin sehr windig im Süden. Also aufpassen, wenn ihr eure Verwandten besucht. Der Seitenwind im Straßenverkehr kann ziemlich drücken. Im Norden ist es ebenfalls windig, hier allerdings schwächt sich das Ganze ab und er dreht immer mehr auf Nordwest bis Nord. Und somit liegen die Temperaturen über Tag nochmal bei 3 bis 9 Grad, kühlt dann aber zum Abend hin immer mehr aus. Und da liegt dann eben die erste Kaltfront von der Mitte bis in den Süden rein. Es fällt dann langsam immer mehr Schnee, nicht nur in den Alpen direkt, sondern auch Richtung Alpenvorland geht das Ganze in Schneeregen und Schnee über, auch im Osten Österreichs. Im Nordosten fällt Regen und von Norden rutscht schon die nächste Front rein. Mit Schneeregen, auch Graupelgewitter können dabei sein. Dazwischen gibt es dann mal einen kurzen Streifen mit etwas klarerem Himmel eben abends am Heiligen Abend. Und in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag kommt dann von Nordwesten eben die nächste Front reingezogen mit Schneeregen, Graupel, auch Schnee, teils bis ganz runter in die norddeutsche Tiefebene. Es ist aber auch Regen. Das wird eine lokal sehr unterschiedliche Geschichte sein. Von der Mitte südwärts ist es dann vor allem oberhalb von 200 bis 300 Metern durchweg Schnee. Hier wird es definitiv weiße Weihnachten geben. Von Nordwesten lockert es auf. Aber die Schneefallgrenzen sind eben doch recht spannend, weil auch in Schleswig-Holstein kann es dann in einem kräftigen Schauer wirklich mal bis ganz runter durchschneiden. Die Temperaturen in der Nacht liegen bei minus 2 Grad bis plus 6 Grad direkt auf der Nordsee. Der erste Weihnachtsfeiertag, der wird dann im Norden gar nicht mal so schlecht. Richtung Niederlande könnte es ein paar Schauer geben, ansonsten bekommen wir es mit viel Sonne zu tun. Vom Erzgebirge bis rüber in die Eifel fällt immer mal wieder Schnee. Dazwischen gibt es von den Alpen bis nach Niederbayern eben auch mal Schnee und Nebel. Das Ganze bei minus 1 bis plus 5 Grad ist ein recht winterlicher Tag, so mag man das doch. Und der zweite Weihnachtstag, der wird dann von Norden her schon etwas wechselhafter. Es kommt ein bisschen mehr Regen auch in den Schnee rein, Graupelschauer, dann ein bisschen Sonne Richtung Nordsee. Ansonsten bekommen wir es mit Nebel und Schneegriesel zu tun, der aus dem Nebel fällt. In den Alpen fällt weiterhin Schnee. Dazwischen scheint immer mal wieder die Sonne bei gleichbleibenden Temperaturen, minus 1 bis plus 5 Grad. So. Und nun haben wir es mit dem 27.12. zu tun. Und am 27.12. haben wir es ja eben mit diesem Sturmtief zu tun, was da von Westen und bzw. Nordwesten reinzieht. Und in einem Streifen von Mecklenburg-Vorpommern runter bis in die Schweiz, da haben wir quasi die Wettergrenze an diesem Tag, denn da ist es meist trüb und ziemlich bewölkt. Vorderseits kommt eben diese recht milde Luft von Süden nach Norden gezogen, die hat auch ordentlich Dampf, vor allem über dem Ärmelkanal. Und auf der anderen Seite kommt eben die trockenere und kühlere Luft aus dem Südosten bzw. Osten. Und das bringt vor allem in der Osthälfte viel Sonnenschein von Gardasee über Ostösterreich auch Richtung Brandenburg, hier scheint die Sonne meist den ganzen Tag über, ein paar Wölkchen sind dabei, aber das war es auch. Im Westen hingegen wird das Ganze spannend, denn im Übergangsbereich eben, wo die kalte Luft bereits wieder in den Westen reinfließt, da können dann die Regenfälle auch in Schneeregen und Schnee übergehen und die könnten sogar liegen bleiben. Die Temperaturen sind zwar vor allem im Westen mit 3 Grad recht mild, aber die Taupunkte sind überall im Frostbereich, auch im Nordwesten liegen die bei minus 3 bis minus 4 Grad und weiter südlich sind sie sogar noch kälter, sprich der Schnee hat also eine Chance dann auch liegen zu bleiben und von daher sieht es gar nicht mal so schlecht aus, dass dieses Sturmtief, wenn es denn jetzt so richtig zieht, auch dann in der Westhälfte vor allem Richtung Emsland ein bisschen Schnee bringt. So, das war jetzt ganz viel Wetter und auf jeden Fall einiges an Winterwetter über Deutschland, Schweiz und Österreich. Ich verabschiede mich in die Weihnachtsferien. Ich wünsche euch schöne und besinnliche Weihnachten 2020, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten. Bleibt gesund.